Ja, Herr Präsident, Herr Bundesrat, meine Damen und Herren. Wir wissen es, eine längere Verweildauer im Parlament stößt nicht immer und überall auf ungeteilten Beifall. Sie hat aber den Vorteil, aus eigener Anschauung und Erfahrung größere Zeiträume zu überblicken. In längeren Zeiträumen zu denken, ist hier umso nötiger bei dieser Vorlage über den Nachrichtendienst, als damit für die nachrichtendienstliche Arbeit des Bundes im Vorfeld von Straftaten völlig neue Wege beschritten werden sollen. Es sollen nämlich die zentralen Prinzipien über Bord geworfen werden, die bisher in der Schweiz für die zivilen Nachrichtendienste gegolten haben, und das mit unabsehbaren Folgen für unser Land und für seine Bürgerinnen und Bürger. Gestatten Sie mir also einen Blick zurück. Vor 25 Jahren deckte eine parlamentarische Untersuchungskommission, die sogenannte PUC I, den Fischen-Skandal auf. Die Existenz von 900.000 sogenannter Fischen des Staatsschutzes in unserem friedlichen Land. Hunderttausende von Bürgerinnen und Bürgern waren während der Jahrzehnte des Kalten Krieges registriert worden. Dagegen erhob sich nach der Aufdeckung dieser Fischen eine breite Volksbewegung. Diese Bewegung erkämpfte die Einsicht in die Staatsschutzakten, ein einmaliger Vorgang im damaligen Europa. Ein Wind der Freiheit wehte durch die Schweiz. Zwar wurde die präventivpolizeiliche Tätigkeit danach nicht abgeschafft, wie es eine Volksinitiative verlangt hatte. Das neue Staatsschutzgesetz, das sogenannte BEVIS, setzte der Staatsschutztätigkeit bei der Abwägung der Werte der Freiheit und der Sicherheit aber klare Schranken. Der präventive Staatsschutz sollte sich auf alle irgendwie öffentlich zugänglichen Quellen stützen können, unter Einschluss der Ansprache von Behörden und Personen. Wo aber in die grundrechtlich geschützten Kernbereiche des Persönlichkeitsschutzes eingegriffen wird, bestand und besteht bis heute der Vorbehalt des gerichtspolizeilichen Ermittlungsverfahrens, des Strafverfahrens. Kolleginnen und Kollegen, es mutet mich eigenartig an, nach der Debatte über den Umgang mit menschenrechtswidrigen Volksinitiativen in kurzer Zeit zum zweiten Mal den seinerzeitigen Justizminister, Bundesrat Koller, als Zeugen bemühen zu müssen. Standen wir uns doch seinerzeit beim Erlass des heute gültigen Gesetzes als Kontrahenten gegenüber. Justizminister Koller verteidigte im Parlament den Entscheid des damaligen Bundesrates, im neuen Staatsschutzgesetz auf den Einsatz von Zwangsmitteln verzichten zu wollen, mit folgenden Worten. Ich zitiere aus der Debatte. Die Telefonüberwachung oder der Einsatz von Minispionen und Wanzen sind natürlich gravierende Eingriffe in die Geheimsphäre der Zielpersonen. Was unter dem Gesichtspunkt des Persönlichkeitsschutzes aber noch schwerer wiegt. Telefonabhörungen richten sich nicht nur gegen die Zielpersonen, sondern sie betreffen indirekt auch eine ganze Anzahl von Personen, die mit diesen tatsächlich Kontakt aufnehmen. Das sind die Gründe, weshalb der Bundesrat der Überzeugung ist, dass wir derart gravierende Mittel wirklich nur im Rahmen von gerichtspolizeilichen Verfahren nach Eröffnung eines Verfahrens mit allen rechtsstaatlichen Garantien durchführen sollten. Wir verzichten ja nicht darauf, sondern schieben dieses gravierendste Mittel im Einsatz nur hinaus, bis ein konkreter Tatverdacht vorliegt und ein gerichtspolizeiliches Verfahren eröffnet wird. Was wir hier während der Beratung des ganzen Gesetzes immer wieder machen müssen, ist eine Güterabwägung. Wer meint, wir würden uns sicherheitspolitisch fast in einer Art Notlage befinden, der wird natürlich auch für dieses Mittel sein. Aber der Bundesrat nimmt eine andere Beurteilung der Lage vor. Als wir Ihnen diese Vorlage präsentiert haben, war für uns vor allem klar, dass die präventive Polizei einerseits unabdingbar nötig ist, dass wir aber auf der anderen Seite auch alles tun müssen, damit die Übertreibungen und die Fehler der Vergangenheit sich in Zukunft nicht wiederholen. Zitat Ende. Diesen Überlegungen des seinerzeitigen Vorstehers des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements, mit denen er sich damals vor 20 Jahren im Parlament und nachher auch in der Volksabstimmung über die Initiative durchgesetzt hat, ist eigentlich nichts beizufügen. Sie hatten auch Bestand, als nach 9/11, nach dem
11. September 2001 zum ersten Mal versucht wurde, mit dem BEWIS II auch die Nachrichtendienste mit den dem Strafverfahren vorbehaltenen geheimen Überwachungsmaßnahmen auszurüsten. Die Vorlage wurde bekanntlich im Frühjahr 2009 an den Bundesrat zurückgewiesen, weil das Parlament zu diesem einschneidenden Schritt nicht bereit war. Kolleginnen und Kollegen, was hat sich nun seit 2009 geändert, außer dass die Zuständigkeit für die Vorlage nun zum VBS, zum Bundesrat Maurer, gewechselt hat? Nichts, was einen derartigen Ausbau des Überwachungsstaates rechtfertigen könnte. Niemand bestreitet, dass die Gefahren, wie sie beispielsweise vom Islamischen Staat ausgehen, bekämpft werden müssen. Dafür ist aber, wo es irgendeinen Verdacht und den Bedarf nach einer geheimen Überwachungsmaßnahme gibt, wie bisher das gerichtspolizeiliche Ermittlungsverfahren, also die Bundesanwaltschaft, da. Strafrechtliche Mittel sind machtvolle Instrumente. Weshalb aber auch die Nachrichtendienste ohne Verdachtsmomente in die grundrechtlich geschützten Privat- und Intimbereiche eindringen können sollen, ist bisher nicht nachvollziehbar begründet worden. Strafverfahren sind zwar schwerwiegende Eingriffe in das Leben der Betroffenen, aber sie folgen berechenbaren, über Jahrzehnte, Jahrhunderte hinaus entwickelten Regeln, die den Schutz der öffentlichen und der privaten Interessen soweit möglich gewährleisten. Und Kollege Kupprecht, als Sprecher der Kommission, nach dem Strafrecht, es muss nicht gewartet werden, bis eine Tat begangen wird. Es ist so, dass auch ein Versuch einer Straftat ist strafbar. Und es ist so, dass bei den Delikten, die hier zur Diskussion stehen, die sicherheitsrelevante Interessen betreffen, namentlich Terrorismus, auch Vorfeldstraftatbestände geschaffen wurden als Folge der Vorgänge in den 70er Jahren, als es effektiv Terrorismus auch in der Schweiz gab, ausgehend von damaligen palästinensischen Organisationen und damals auch ausgehend von Vorgängen in Deutschland und Italien. Damals sind diese Vorgänge auch kriminalisiert worden im Vorfeld eigentlicher Straftaten. Also das Strafrecht hat und verfügt über Mittel, solche Handlungen auch im Vorfeld zu erfassen. Meine Damen und Herren, wenn jetzt beklagt wird, dass die bisherigen nachrichtendienstlichen Mittel nicht genügen, dann wird auch übersehen, dass sich diese nachrichtendienstlichen Mittel seit den 90er Jahren, also seit der Schaffung des BEWIS, auch ohne Gesetzesänderung faktisch enorm ausgeweitet haben, allein durch die technische Entwicklung. Das Internet hat gegenüber früher zu einer Multiplikation der offen verfügbaren Informationen geführt. Mehr denn je fehlt es den Nachrichtendiensten nicht an der Menge der verfügbaren Daten. Anspruchsvoll bleibt die vernünftige und sinnvolle Bewertung der Informationen. Dafür braucht es aber weder ein neues Gesetz noch eine Gesetzesrevision. Alle bisher vorstellbaren Dimensionen sprengt der Gesetzesentwurf schließlich mit der sogenannten Kabelaufklärung, mit dem der Nachrichtendienst in Zukunft auf die gesamte private Kommunikation im leitungsgestützten Internet greifen will. Weil das gegenüber den bisherigen geheimen Überwachungsmethoden nochmals einen Quantensprung mit unabsehbaren Folgen bedeuten würde, stelle ich dazu dann noch einen speziellen Streichungsantrag, falls der Nichteintretensantrag abgelehnt wird. Ich habe natürlich nicht übersehen, dass die vorberatende Kommission versucht hat, die Kontrollinstanz zu stärken. Das ist sicher positiv. Die Kontrollen ändern aber nichts an den freiheitsbedrohenden neuen geheimen Zwangsmitteln. Das war auch bei der amerikanischen NSA nicht anders. Die Kontrollinstanzen konnten im Ergebnis wenig bewirken. Der Gesetzgeber des BEWIS seinerzeit hat sich deshalb vor 20 Jahren bewusst für eine Beschränkung der Zulassung der geheimer Überwachungsmethoden entschieden und gegen die Zulassung solcher geheimer Methoden verbunden mit Kontrollen. Das war auch damals die Debatten. Bei diesem bewährten und gut begründeten Entscheid des damaligen Gesetzgebers sollten wir bleiben.
Wir stehen somit für die Schweiz nach 20 Jahren wieder vor einem wichtigen Grundsatzentscheid. Er ist wegen der enormen Zunahme der Überwachungsmöglichkeiten, bedingt durch die technologische Entwicklung, sogar noch einschneidender als damals. Führen die Enthüllungen von Edward Snowden über die zuvor unvorstellbaren Dimensionen der flächendeckenden Überwachung sämtlicher Kommunikationssysteme dazu, dass nun auch unser Nachrichtendienst im Nachvollzug mit sämtlichen Überwachungs- und Abhörmöglichkeiten unter Einschluss von Wanzentrojanern und der Funk- und Kabelaufklärung ausgestattet wird? Oder setzen wir umgekehrt nicht besser darauf, dass die Schweiz ein Hort der Sicherheit bleibt, der ist sie zweifellos heute, aber auch der Freiheit? Ein Land, das die Freiheit der Lebensführung und der Kommunikation, die Privatheit und die Privatsphäre, die sogenannte Privacy, aktiv schützt und deshalb der Überwachung auch jener der Nachrichtendienste Grenzen setzt, das nicht nur zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger, sondern durchaus auch als Standortvorteil. Meine Damen und Herren, das sind zusammengefasst die Gründe, weshalb ich Ihnen beantrage, auf das Projekt eines neuen Nachrichtendienstgesetzes nicht einzutreten, weil es die bewährten Prinzipien in der Abgrenzung der präventiv tätigen Nachrichtendienste von der Strafverfolgung über Bord wirft, weil es falsch ist, ohne den geringsten Tatverdacht mit Wanzen und Trojanern oder anderen geheimen Überwachungsmitteln in die grundrechtlich geschützte Privatsphäre einzudringen und weil mit der Kabelaufklärung die Möglichkeit zur flächendeckenden Massenüberwachung der gesamten leitungsgestützten Datenströme geschaffen werden soll, die nach dem Vorbild der NSA alles übersteigt, was bisher vorstellbar war. Merci, Monsieur Rechsteiner. La discussion est ouverte pour les membres de la Commission de la Politique de Sécurité. Je donne la parole à Monsieur Joachim Eder. Ja, Herr Präsident, Herr Bundesrat, geschätzte Kolleginnen und Kollegen.